Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von TUC Talk. Textilmaschinen, Turbinen, Verpackungsanlagen oder einfach Maschinen aller Art gehören zum Handwerkszeug eines jeden Maschinenbauingenieurs. Die deutsche Ingenieurskunst und Präzision wird weltweit geschätzt. Tagtäglich wird etwas Neues erschaffen, was die Welt voranbringen soll. Den dafür notwendigen Hang zum Perfektionismus, gepaart mit dem Talent, Menschen für eine Sache zu begeistern, bringt auch unser heutiger Gast mit. Als Dekan der Fakultät Maschinenbau versteht er es, die Forschung mit der freien Wirtschaft zu vereinen. Als Sohn eines Kapitäns wuchs Professor Dr. Thomas Lamke im Norden Deutschlands zwischen Weser und Wattenmeer auf. Nach einer Maschinenschlosserlehre zog es ihn an die Hochschule Bremen und die TU Chemnitz, wo er 1989 zunächst Maschinenbau und 1995 Werkstoffwissenschaft studierte. So wurde Chemnitz zu seiner Heimat. Hier promovierte und habilitierte er und stellte sich dabei immer neuen Herausforderungen. Vor ziemlich genau 10 Jahren, im Jahr 2008, wurde er auf die Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik berufen. Im Jahr 2016 wählte ihn die Fakultät für Maschinenbau zum Dekan. In beiden Positionen möchte er möglichst alle Akteure mit ins Boot holen. Dabei ist es ihm besonders wichtig, die internationale Vernetzung an der TU Chemnitz sowie ihr Bildungsangebot stetig auszubauen und so die Entwicklung von Universität und Stadt weiterhin voranzutreiben. Hallo Herr Professor Lamke, herzlich willkommen bei TUC Talk. Dankeschön, hallo. Sachsen bzw. Chemnitz wird ja auch gern als Wiege des Maschinenbaus bezeichnet. Inwiefern ist denn der Maschinenbau heutzutage eigentlich noch wichtig? Die Fakultät für Maschinenbau gibt es seit der Gründung der Hochschule für Maschinenbau im Jahre 1953, seit nunmehr 65 Jahren. Sie trägt maßgeblich zur Marke Technische Universität Chemnitz bei und ist auch in allen Kernkompetenzen vertreten. Aus ihr sind auch eine Vielzahl, Tausende von sehr gut ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieure für die Stadt, für die Region, für den Freistaat Sachsen und auch darüber hinaus hervorgegangen. Somit kann man sagen, dass die Fakultät für Maschinenbau das Rückgrat für die hiesigen Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau bildet. Darüber hinaus sind Absolventen der TU Chemnitz auch an der TU Chemnitz als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, darüber hinaus in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und auch bei den forschungsaffinen Unternehmen, sodass sie wirklich zu Wohlstand und auch zu Innovation in der Region beitragen. Ich denke, das zeigt, dass Maschinenbau auch heute noch sehr wichtig ist. Und was sind denn die aktuellen und vielleicht auch die künftigen Forschungsfelder, mit denen sich der Maschinenbau beschäftigt? Ja, die Stärke des Maschinenbaus besteht darin, wirklich wichtige gesellschaftliche und technische Herausforderungen zunächst zu identifizieren und zu deren Lösung auch einen Beitrag zu leisten. Ich möchte vielleicht ein paar Beispiele nennen. Es geht um die Luftverbesserung in den Städten durch alternative emissionsarme Antriebe. Es geht um sogenannte bivalente Ressourceneffizienz. Das heißt, wir möchten in der Produktion weniger Energie verbrauchen und das auch bei der Nutzung der Produkte. Und ein letztes Beispiel, es geht auch um Produktionsprozesse, die sich anpassen an eine alternde Belegschaft und Gesellschaft. Das heißt, der Einsatz von cyberphysischen Systemen spielt eine große Rolle. Und auch daran forschen wir. Wir haben die nötigen Experten in der Fakultät dabei. Ich denke an die Disziplinen Konstruktion, Werkstoffe, Produktion, Leichtbau, Automobilforschung. Ich denke, das trägt dazu bei. Und wir sehen das auch schon in den Kennzahlen. Betrachtet man beispielsweise den Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dann sind genau die genannten Disziplinen, also Werkstofftechnik und Produktion, unter den ersten 10 Plätzen bundesweit vertreten. Und bei Forschungsvorhaben unter Beteiligung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wir sogar an den Spitzenplätzen ganz vorne dabei. Das macht uns froh und daran wollen wir anknüpfen. Für mich hört sich das so an, als wären Anwendung und Forschung immer sehr stark miteinander verbunden. Aber sind denn solche komplexen Themenfelder eigentlich überhaupt im Alleingang zu bewerkstelligen? Erfolge gerade bei der Bearbeitung komplexer Themen lassen sich aus meiner Sicht nur im Dialog und im Netzwerk bearbeiten. Dabei denke ich an Professuren, die bilateral zusammenwirken, um ein Forschungsthema zu bearbeiten. Ich denke auch an die sehr guten Beziehungen, die wir hier haben, zu den Fraunhofer-Instituten für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik und elektronische Nanosysteme auf dem Technologiecampus. Darüber hinaus sehe ich auch eine sehr enge Verknüpfung mit der Industrie, sodass wir unsere Grundlagenerkenntnisse über eine Skalierung dann auch in Produkten und Prozessen abbilden können, sodass wir an der gesamten Prozesskette beteiligt sind. Ich denke, das ist auch ein Vorteil für unsere Studierenden und insbesondere die Absolventen, sodass sie schnell
den Einstieg in die Unternehmen finden, was in den allermeisten Fällen recht schnell und gut gelingt. Sie sagten ja auch eingangs schon, dass die Fakultät regelmäßig gut ausgebildete Fachkräfte in die Wirtschaft entlässt. Das heißt, die Lehrbedingungen und Lehrinhalte spielen da eine ganz besondere Rolle. Für wie wichtig halten Sie es denn, dass sich aktuelle Forschungsfragen dann auch im Unterricht wiederfinden? Ich bin überzeugt, dass nur durch eine ambitionierte Forschung auch eine wirklich herausragend gute akademische Bildung erfolgen kann, was an der TU Chemnitz im Maschinenbau zweifelsfrei gegeben ist. Unsere Studierenden profitieren maßgeblich von diesem Ansatz, dieser forschungsinspirierten Lehre und auch von den sehr guten experimentellen Randbedingungen. Ich denke, das ist ein echtes Plus. Dann, denke ich, nehmen wir auch unseren Bildungsauftrag schon sehr früh wahr, damit eine Interaktion zwischen Schule und Universität entsteht. So wenden wir uns mit verschiedenen Programmen an die Schulen. Ich denke an Bell-Arbeiten, ich denke an Praktika, an den fächerübergreifenden Unterricht. Hier und da wird auch mal ein Unterricht unterstützt durch Arbeiten bei uns im Labor. Das funktioniert sehr gut. Und dann ist uns natürlich auch die Internationalisierung sehr wichtig. Wir freuen uns, dass es viele internationale Studierende und Promovierende gibt, denen wir interessante Angebote unterbreiten können. Nur dadurch ist es auch möglich, in Deutschland den Fachkräftemangel weiter auszugleichen, sonst würde sich das viel stärker auswirken. Und dann denken wir auch an die Zukunft. Und ich kann sagen, wir heißen alle interessierten, engagierten jungen Leute aus aller Welt herzlich willkommen zu uns nach Chemnitz, in das Studium einzutreten und dann auch Teil der Gesellschaft zu werden. Ja, Sie arbeiten ja auch kontinuierlich daran, das Lehrkonzept der Fakultät zu verbessern. Welche Erfahrungswerte konnten Sie denn bisher in die Lehre einbringen? Wir haben in den letzten Jahren maßgeblich an der Weiterentwicklung unserer Bachelor- und Masterstudiengänge gearbeitet und parallel dazu den Bologna-konformen, durchgängigen, modularisierten und von der Praxis sehr inspirierten neuen Diplomstudiengang Maschinenbau eingeführt und jetzt zum Wintersemester im Angebot. Ich freue mich sehr, dass auch dieser Studiengang sehr gut angenommen wird. Persönlich möchte ich sagen, dass ein einsemestriges Praktikum aus meiner Sicht sehr wichtig ist, damit Studierende bei Zeiten ein Feedback bekommen aus der Industrie und sich einordnen können mit ihren Neigungen und Stärken. Darüber hinaus haben wir unsere Studiengänge vollständig in den ersten 3 Semestern harmonisiert. Das heißt, es entsteht eine einheitlich gute Wissensbasis. Es hat auch für die Studierenden Vorteile, denn im Bedarfsfall wäre ohne zeitliche Verzögerung auch ein Studiengangwechsel möglich. Eine neue Sache möchte ich auch ankündigen. Wir haben eine Studierenden- und Schülerwerkstatt entwickelt. Mit Beginn des Jahres 2019 soll davon unsere Lehre profitieren und die Studierenden haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und ihre Kenntnisse unter Anleitung in die Praxis zu transferieren. Gutes Vorbild dafür sind die Aktivitäten von Fortis Saxonia und vom TUC Racing Team. Ja, und wie soll es dann künftig weitergehen mit der Fakultät Maschinenbau, mit Ihren Studierenden, mit Ihren Angestellten? Gibt es da schon konkrete Pläne? Die Fakultät für Maschinenbau ist aus meiner Sicht thematisch, organisatorisch, personell und auch experimentell gut für die Zukunft gerüstet, wenngleich wir uns selbstverständlich kontinuierlich weiterentwickeln müssen. Zu dieser Weiterentwicklung gehört auch, dass wir im letzten Jahr erfolgreich waren und aus dem Innovationspool der TU Chemnitz eine Professur erhalten haben im Wettbewerb, nämlich die W2-Professur für Elektronenmikroskopie und Mikrostrukturanalyse. Dadurch oder davon werden sowohl der Maschinenbau, die Fakultät für Naturwissenschaften und auch die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik dahingehend profitieren, dass wir neue Forschungsprogramme erschließen können, was uns allen hilft. Ich sehe auch eine Bestätigung unserer Aktivitäten mit der Industrie dahingehend, dass wir eine weitere Stiftungsprofessur einwerben konnten, sodass auch hier eine enge Beziehung zur Industrie weiter vorhanden ist. Kontinuierlich arbeiten wir daran, neue Forschungsfelder zu erschließen, Großforschungsprojekte zu akquirieren, sodass auch interdisziplinäre Teams daran sich weiterentwickeln können. Das Thema Forschungsfläche ist für uns wichtig, denn nur wenn wir auch entsprechende Forschungsflächen haben, können wir so unsere Stärken ausbauen. Und ich denke dabei an die Neubauten für die Leichtbauforschung, aber auch an die Ausgestaltung einer Halle für das Institut für Automobilforschung und das schon relativ konkret geplante Zentrum für Elektronenmikroskopie. Ich denke, alles in allem zeigt, wir haben gute Voraussetzungen,
hoffen, daran anknüpfen zu können und würden gerne das Ansehen der TU Chemnitz auch dadurch mehren. Dann wünsche ich Ihnen und der Fakultät für Maschinenbau viele weitere erfolgreiche Kooperationen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich bedanke mich auch. Sehr gern. Beim nächsten Mal schaut wieder unser Rektor Professor Dr. Gerd Strohmeier bei TUC Talk vorbei. Das Jahr neigt sich ja schon wieder seinem Ende entgegen und wir wollen auf die Ereignisse zurückblicken. Natürlich darf auch ein Ausblick auf das neue Jahr nicht fehlen. Wenn Sie dem Rektor hierzu die eine oder andere Frage stellen wollen, kontaktieren Sie uns doch einfach unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Wir sehen uns dann im Dezember wieder. Bis dahin!